Ja, herzlich willkommen hier bei Toffee 66, ein Schalker hinter feindlichen Linien. Ich habe mir mal was Neues ausgedacht, Toffees Taktiktafel. Ja, was mache ich jetzt hier? Ich habe einfach mal mir gedacht, ich analysiere mal unseren neuen Gegner, unseren also Gegner am Samstag, den VfB Stuttgart. Und zwar unabhängig davon, wie unsere Aufstellung ist. Und zweiter einfach nur mal gucken, wie die so spielen, was die so machen, welche Taktik die spielen. Aber vorher habe ich noch was Interessantes für euch. Volker hat mir mal wieder ein nettes Video geschickt. Und das hat zwar eigentlich gar nichts mit Fußball zu tun, fand ich aber total witzig, habe ich mich total drüber kaputt gelacht. Aber das zeigt vielleicht so ein bisschen, wie sich unsere Starspieler vielleicht fühlen, ja, könnte man vielleicht sagen. Denn die wollen ja alle in die Welt hinaus, die wollen ja großen Fußball spielen, die wollen ja europaweit spielen, nur nicht bei uns momentan offensichtlich. Und deswegen. Schaut euch mal dieses Video an. Recklinghausen. Also ich habe mich darüber einfach schlapp gelacht, aber wie gesagt, das zeigt halt genau, glaube ich, so die Haltung mancher Spieler, ja. Die würden gerne in New York, ist natürlich jetzt nicht die Weltstadt für Fußball, klar, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, die wollen gerne irgendwo in New York spielen und sind halt in Recklinghausen. Ja, also das ist, ja, so schaut es halt aus. Okay, also zu meinem Format heute hier, Toffees Taktiktafel. Ich mache mich mal klein hier oben in die Ecke und ja, zeige euch mal meine Analyse zu unserem künftigen Gegner Stuttgart. Samstag spielen wir 15:30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena. Ich habe mir mal die letzten 6 Spiele von Stuttgart angeschaut. Fangen wir mal hiermit an. Das war das letzte Spiel gegen die Kölner. Das hat Stuttgart auswärts 1:0 gewonnen. Mit einem 3-4-2-1-System. 3 Schüsse aufs Tor, davon ein Treffer. Ballbesitzquote 50%. Aber interessant ist auf jeden Fall hier unten auch Speed 34 km/h von Sosa. Das Spiel, Heimspiel gegen die Hertha, ging 1:1 aus. Wiederum 3 Schüsse aufs Tor, ein Treffer. Also die Effizienz ist sehr, sehr gut. Wieder der Topspeed von Mavropanos, ein Abwehrspieler hier, mit 33,1. Davor das Auswärtsspiel gegen Leverkusen. Das hat man zwar 2:5 verloren, aber 7 Schüsse aufs Tor, 2 Treffer. Wiederum der Spitzenwert bei dem Stuttgarter Massimo in dem Falle mit 33,7 km/h. Die 3 Spiele davor. Heimspiel gegen die Mainzer, 2:0 gewonnen. 3 Schüsse aufs Tor, 2 Treffer. Wiederum mit 35,0 km/h Speed Wamagituka, der Stuttgarter mit dem schnellsten Wert hier im gesamten Spiel. Davor das Spiel auswärts zwar 2:1 verloren. Da hat man tatsächlich 11 Schüsse aufs Tor abgegeben. Das geht immer so ein bisschen raus. Aber wiederum der schnellste Spieler auf Stuttgarter Seite. In dem Fall Koulibaly mit 33,6 Speed. Ja, und dann das Auswärtsspiel gegen Bielefeld. Das hat man dann leider auch 3:0 verloren, aber auch wiederum 3 Schüsse aufs Tor, aber wiederum 33,47 km/h Klimowitz, der schnellste Spieler auf dem Platz letztendlich. Also, was sagt mir das? Stuttgart ist eine extrem schnelle Mannschaft. Jetzt, ich zeige euch das gleich auch nochmal. Und vor der Bude unheimlich effektiv. Also wenn ich da mit 3 Schüssen 1 oder 2 Tore mache, ist das schon gut. Gucken wir nochmal. Also der VfB Stuttgart, Trainer Pellegrino Matarazzo, ist momentan auf Platz 10, hat 29 Punkte, 7 Siege, 8 Unentschieden, 7 Niederlagen, 39 zu 35 Tore, also ein Torverhältnis von plus 4, hat einen Altersschnitt von 24,59 Jahren. Schalke ist bei 26,44. Das war allerdings auch der erste Heimsieg. Das heißt, auswärts ist Stuttgart deutlich besser. Da haben sie nämlich schon 6 Siege geholt. Aber den letzten Heimsieg, das war halt eben genau, damals das Heimspiel gegen die Mainzer. Also das letzte Heimspiel, das war auch gleich ein Sieg, wie auch immer. Genau. Also deutlich aufsteigender Ast. Trotzdem ist Stuttgart tatsächlich etwas lauffaul. Nur Rang 14 in der gesamten Liga mit 115 Kilometern gelaufener Kilometer pro Spiel. Schalke ist allerdings auch noch ein bisschen schlechter mit 114 Kilometern, sind wir auf Rang 16. Bei den Torschüssen, und das zeigt das, was ich da vorhin gerade noch gesagt habe, ist Stuttgart ligaweit auf Platz 3 mit 324 Schüssen, 12,12% Trefferquote. Das heißt, da ist schon echt
Effektivität dabei. Schalke ist auf Rang 14 mit 227 Schüssen und wir haben 6,6%. Deutlich schlechter. Und dazu kommt noch, dass die Stuttgarter auf Rang 1 liegen, was Pfosten- und Lattentreffer angeht, nämlich mit insgesamt 12 Pfosten- und Lattentreffern. Das kommt noch dazu. Also, wenn die jetzt auch noch reingehen würden, dann wäre die Effektivität dann noch etwas besser. Jetzt kommen wir mal zur Geschwindigkeit. Das habe ich mir mal rausgesucht. Sind die Ligawerte. Hier vorne seht ihr den Platz in der gesamten Liga. Ne? Also wohlgemerkt. Also hier auf Rang 7 war Mangituka mit 35 km/h, dann auf Rang 12 35 km/h Gonzales, Platz 15 Massimo 35 km/h, auf Platz 15, auf Platz 37 Kempf mit 34, auf 44 Mavropanos, auf 48 Sosa und so weiter. Und dann kommt der erste Schalker auf Rang 60. Ich habe hier Rabi Matondo natürlich eigentlich unter den Top 3, aber der spielt ja noch nicht mehr bei uns. Also dann kommt unser Kolasinac mit 33,9 auf Rang 60. Davor sind die Stuttgarter gnadenlos stärker und danach wird es auch nicht viel schlechter. Also da haben wir dann nur noch Raman, der da so ein bisschen gegenstinken kann. Und dann kommt schon irgendwie auf Platz 101 Timo Becker, weil Steven Scripps hier momentan immer noch verletzt ist. Also das sieht, ist eine unheimlich starke und schnelle Mannschaft. So spielen die Stuttgarter. Also, wir haben hier drei Abwehrkette, da vorne eine Vierer Mittelfeld und noch zwei Spieler dazu im Mittelfeld. Das heißt, die spielen mit einem sehr, sehr starken Mittelfeld, kommen sehr stark über die Außen mit ihren schnellen Spielern. Ich habe hier mal die Geschwindigkeiten eingeblendet. Ihr seht hier also gerade die Außenspieler, aber Mangituka, der durchaus auch mal auf der rechten Seite spielt, je nachdem, mit 35 km/h super schnell, 10 Tore schon geschossen im Laufe der Saison. Auf der anderen Seite, auf der linken Seite, spielt dann Koulibaly oder Sosa von der Geschwindigkeit her nicht weniger schnell. Dann haben wir noch den Stürmer Gonzales vorne, der mit 35 km/h und auch schon 6 Toren unterwegs ist. Wahrscheinlich wird aber vorne Kalajic spielen, der auch schon 10 Mal getroffen hat vorne. Also nicht so verkehrt. Zusätzlich haben wir noch zwei Abwehrspieler, die extrem schnell sind mit Anton und Mavropanos. Auch das ist für unsere Angreifer dann etwas schwierig. Und noch dazu im Mittelfeld Endo. Ist es der beste Zweikämpfer, nicht der Stuttgarter, nein, nein, ligaweit. Mit 337 gewonnenen Zweikämpfen führt er die Liga an. Das ist also schon erstaunlich, sage ich mal. Also da ist durchaus eine durchaus gute Qualität drin. Da ist wirklich etwas, ja, etwas Ordentliches zusammengebaut, muss ich sagen. Da hat so wirklich eine gute Mannschaft zusammengebastelt und auch gut eingestellt. Und spielt eben auch ein System, was offensichtlich auch gut auf diese Mannschaft entsprechend passt. Okay, gucken wir uns mal unsere Werte an. Jetzt schauen wir uns mal die Schalke an. Das ist ja so die Standardvariante, die Christian Groß immer spielt. Er möchte ja gerne schnell und stark über die Außen kommen, um dann Matthew Hoppe dort vorne mit Flanken oder Bällen zu füttern. Das funktioniert leidlich gut. Und ich habe mir mal überlegt, warum das so ist. Also. Hier auf der rechten Seite, William und Becker verstehen sich eigentlich ganz gut, das läuft ganz gut, aber William ist einfach relativ im Vergleich relativ zu langsam, sodass er also quasi hier über die rechte Seite einfach nicht richtig nach vorne kommt. Deswegen hat man oftmals im Spiel auch gesehen, dass Becker ihn da quasi manchmal überholt. Trotzdem verstehen die beiden sich ganz gut, das ist gar nicht so verkehrt. Auf der linken Seite haben wir Harit hier vorne immer wieder stehen. Ich habe das mal hier mit diesem Pfeil gemacht, weil Harit einfach den Drang da hat, immer mal ne, hier zu rumzuspurbeln, mehr nach Mitte zu ziehen, bevor er hier quasi den Weg nach vorne geht. Das tut er einfach nicht so oft. Also geht halt nicht an die Linie, geht nicht hinter die Abwehrkette, um dann den Ball von links reinzuplanken, sondern er bricht vorher ab und geht halt mehr durch die Mitte. Und dadurch ist auch Kolasinac hier irgendwie immer gebremst. Ja? Also der kommt da einfach nicht richtig da mit rum und das ist so ein bisschen problematisch, finde ich. Und deswegen habe ich mir einfach Folgendes ausgedacht: Man sollte sich einfach mal diese Variante, wenn wir denn mit einem 4-2-3-1 spielen wollen, überlegen. Und zwar würde ich Harit in die Mitte setzen und würde ihm alle Freiheiten geben, die er haben möchte. Weil wir haben festgestellt, das einzige Spiel, was wir in dieser Saison gewonnen haben, war das 4-0 gegen Hoffenheim. Und da hat Harit alle Tore, alle 3 Tore, die Hoppe geschossen hat, alle durch die Mitte vorbereitet und auch das Tor, was er selber gemacht hat, ist auch über die Mitte gefallen. Das heißt, setz den Jungen einfach mal da in die Mitte. Das ist ein guter Fußballer. Wie gesagt, ich meckere auch oft über ihn, aber der spielt einfach aus meiner Sicht auch links einfach falsch. Und damit bremst er das Ganze so ein bisschen ein. Also, Harit einfach mal in die Mitte setzen.
OP dann davor und gib ihm alle Freiheiten nach vorne, lass ihn nach hinten einfach in Ruhe. Er muss nach hinten nicht mitarbeiten. Der soll hier eben gucken, dass er hier vorne über die Mitte unseren Stürmer dort vorne mit Bällen versorgt. Wie gesagt, rechte Seite, William und Becker würde ich so lassen. Die haben sich ganz gut eingespielt, auch wenn es da ein bisschen langsamer ist. Und dann würde ich endlich mal dem Raman einfach mal, der hat einfach auch auf der rechten Seite nicht gut gespielt, muss man sagen, keine Frage. Aber gib ihm doch einfach mal die Chance, da zu spielen, wo er hingehört, nämlich auf die linke Seite. Der hat eine Geschwindigkeit. Mit Kolasinac zusammen können die beiden hier einfach den linken Flügel einfach mal beackern. Und ich glaube, das würde funktionieren, wenn wir denn hier 2-3-1 spielen wollen. Ich habe noch eine andere Variante mir ausgedacht, nämlich das 4-4-2, also mit zwei Stürmern. Hoppi vorne und Raman dann eben vorne. Harit wieder mit allen Freiheiten nach vorne mit einer Raute versehen, sodass Kolasinac und Becker, die beide wirklich eine gute Geschwindigkeit haben, hier auch den Platz über die Außen haben. Dann müssen natürlich hier im Mittelfeld, hier würde ich dann mal Stamboli sehen, es sei denn, dass wir in der Innenverteidigung vielleicht Stamboli gebrauchen können. Dann würde ich da Mascarell sehen und hier Bentaleb und Serdar momentan. Und die können sich dann einfach auch immer mit zurückfallen lassen, wenn wir halt eben im Abwehrverbund sind. Können da eben nach hinten mitarbeiten, vor allem auch dann, wenn Kolasinac oder Becker nach vorne gehen, können die halt hier die beiden Seiten mit abdecken. Das finde ich, glaube ich, gar nicht mal verkehrt. Und dann hat Serdar und Bentaleb eben auch genug Qualität nach vorne, das eben zu bewerkstelligen. Stamboli kann hier hinten eben den Sechser geben, kann hier hinten wirklich abfangen. Wie gesagt, wenn wir den Stamboli halt nicht in der Innenverteidigung benötigen. Könnte ja sein, ich würde dann lieber dann den Stamboli als Oczipka in der Innenverteidigung sehen, falls Nastasic weiter ausfällt und dann halt eben auf der 6 eben den Mascarell reinnehmen. Das wäre meine Variante mit einem 4-4-2-System mit zwei Stürmern. Das sollten wir, denke ich, ausprobieren. Vielleicht aber noch nicht gegen Stuttgart. Ich gehe noch mal eben auf die Aufstellung von Stuttgart zurück. Wie gesagt, die sind extrem stark im Mittelfeld. Das heißt, die setzen hier mit wirklich sehr, sehr zweikampfenden, guten Spielern und schnellen Spielern, mit sechs, im Prinzip sechs Mittelfeldspielern, sind die halt eine Übermacht im Mittelfeld. Und deswegen würde ich tatsächlich diese Variante noch mal einmal wählen mit fünf Mittelfeldspielern. Ganz einfach, weil wir dagegen halten müssen. Also wenn wir sechs Mittelfeldspieler von Stuttgart haben, müssen wir halt im Mittelfeld auch präsent sein. Da habe ich so ein bisschen die Sorge, wenn wir da nur mit einer Raute spielen, also nur mit vier Mittelfeldspielern, könnte das etwas knapp werden. Das sind auf jeden Fall die beiden Varianten, die ich mir jetzt hier mal so für Schalke ausgesucht habe. Vielleicht habt ihr auch noch eine Idee, was findet ihr besser? Hier diese Variante mit einem offensiv spielenden Mittelfeldspieler Harit auf der 10, der alle Freiheiten nach vorne genießt und dann Mathieu Hoppi vorne rein, Raman dann auf die linke Seite. Oder lieber dann doch mal ein 4-4-2 ausprobieren. Wobei man das ja auch im Spiel, ne, nochmal eben zu sagen, wir können ja hier mit anfangen quasi, dann haben wir den Raman ja hier und wenn wir sagen, Mensch Leute, wir müssen hier was tun, wir müssen mal gucken, dann nehme ich halt den William raus, bringe hier dann eben den Mascarell rein, setze den Raman eben nach vorne, spiele hier mit zwei Stürmern und habe dann genau das, was ich hier schon vorgeschlagen habe. Also das kann man ja im Spiel umsetzen. Da kann man ja durchaus auch auf das Spiel reagieren. Ja, das ist so mein Vorschlag. Hier in meinem Format Toffis Taktiktafel. Vielleicht gefällt euch das. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Über ein Abo freue ich mich auch. Und natürlich gerne kommentieren, das ist natürlich auch klar. Und ansonsten, ja, sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Tschüss, euer Thomas.